Kefeus geht auch hinein. Geht ziemlich flott voran. Die letzten Pferde werden gleich komplett sein, denke ich mal. Außerhalb auf jeden Fall Joseo, der ganz außen startet. Und der kommt jetzt heran. So, die Pferde gleich komplett. Joseo kommt heran, ist der Letzte, der hineingeht. Und ja, jetzt gehen die Türen auf. Das Feld ist auf der Strecke 1900 Meter, der Preis von Frauenfeld. Die Pferde kommen die Zielgerade hier zum ersten Male herauf und hier hat Verdreams A die Spitze übernehmen können. Verdreams A geht nach vorne, dann sieht man Kefeus in vorderer Linie, Magic Princess auch gleich dicht auf. Dahinter ist Tata in vierter Position. So geht es in die Nordseite hinein. An der Innenseite ist Dutch Master ebenfalls dabei, der sich etwas mit nach vorne verbessern kann. Die Gegenseite kommt in Kürze und Verdreams A hat das Kommando. Gegenseite angesteuert, Verdreams A in Front, Magic Princess, Kefeus, Joseo übernimmt den vierten Platz jetzt. Dahinter sieht man an der Außenseite Dutch Master jetzt in fünfter Position. Colonel Kirkup bemüht sich auch etwas nach vorne zu gelangen. Aber die Spitze hier, Verdreams A, jetzt aber Magic Princess, übernimmt das Kommando mit Birgit Rösch. Dahinter Kefeus jetzt in der zweiten Position. Joseo kann nachsetzen. Dahinter meldet sich Dutch Master. Die vier setzen sich doch etwas vor das Feld und die Teilnehmer sind hier bereits gleich in der Südseite, das ist jetzt der Fall. Kefeus vorne mit Joseo, Kefeus, Joseo, dahinter Dutch Master, Magic Princess ist dahinter auszumachen. Guardian Angel kommt noch besser in die Partie, aber immer noch vorne das Kommando. Nee, das wechselt jetzt, weil außen Dutch Master auf den Plan tritt. Dutch Master ist da. Kefeus wehrt sich, ist mit dabei. Joseo zwischen beiden Pferden. Kefeus wehrt sich. Joseo, Dutch Master sind hier stark in Position und vorne jetzt die Spitze, die wechselt jetzt. Dutch Master jetzt im Vorteil. Da kommt spät Guardian Angel auf Duren, übernimmt den zweiten Platz, aber Dutch Master wird es machen. Dutch Master gewinnt vor Guardian Angel. Dutch Master, Guardian Angel. Und ganz spät kommt der Colonel noch. Colonel Kirkup, Dritter. Joseo wird Vierter. Kefeus, Fünfter. Dann Magic Princess. Verdreams A. Und weit zurück Tatar. Hier ist auch der vorläufige Richterspruch, viertes Rennpreis von Frauenheld. Es siegte mit der 1, der 6-jährige Wallach, Dutch Master. Auf dem zweiten Platz ist die 3, Guardian Angel. Drittes fährt die 7, Colonel Kirkup. Und auf dem vierten Platz die 5, Joseo. Ich wiederhole noch einmal den vorläufigen Richterspruch, viertes Rennen, 1, 3, 7 und 5.